Andi. Servus Franz. So, ja, jetzt ist eine Lehrshow. Ja, wir sind die Letzten heute Abend. Aber ein ereignisreicher Tag geht zu Ende, denn der Ministerpräsident hat einen Teamwechsel vollzogen. Er hat Minister ausgetauscht. 4 Stück mussten gehen, also 3 Minister, 1 Staatssekretär. Und 4 neue sind gekommen. Was ist denn dein Eindruck? Ja, im Grunde genommen ist es ein Verzweiflungsakt. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Er hat schlechte Umfragewerte. Heute habe ich im Pressespiegel gelesen, dass es durchaus in der CSU-Fraktion Stimmen gibt, wenn er nur mal so ein Stimmenergebnis einfährt. Nein, es war sogar nicht nur die CSU-Fraktion, es war diese Ursula Münch, Politikprofessorin aus Tutzing, die dies gesagt hat, dass dann letztendlich der Söder 2023 nicht mehr Ministerpräsident wäre. Er hat also letztendlich einen Gegenpart zu den Freien Wählern, Aiwanger in Niederbayern gesetzt, indem er den Bernreiter berufen hat. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass er auch im Stimmenreservoir der Freien Wähler geraten will, also Aiwanger Reservoir sozusagen. Und die anderen Minister, Mensch, sind zum Teil austauschbar. Also ich halte jetzt von der ganzen Ministerriege, die hier jetzt da neu ins Kabinett eingerückt ist, nicht so viel, dass man sagen muss, Mensch, das war der Knüller heute. Ich glaube, dass die Presse das nicht so aufgenommen hat. Das war ein Wechsel von Spekulationen, die vorweg schon genannt worden sind, also sprich die Namen. Also, wenn du hast dazu geredet, du hast gut dazu geredet. Vielleicht sagst du noch ein paar Takte dazu. Mir ist aufgefallen, dass vor allem da, wo es brennt, am wenigsten gewechselt worden ist. Ausnahme jetzt ins Bauministerium mit Bayernheim. Ja, das funktioniert lange nicht so, aber es hat natürlich auch einen gewissen Vorlauf, dieses ganze Projekt, was sie da angestoßen haben. Ja, das will er also zu verantworten. Eigentlich hat es der Chef zu verantworten. Und wo brennt es aktuell? Ja, es brennt natürlich im Bereich Wirtschaft, es brennt an der Schule, es brennt in den Gesundheitsämtern und all diese Ressorts, Gesundheit, Schule, Wirtschaft, waren komplett außen vor, standen nicht zur Disposition. Und dann gibt es auch noch ganz andere Ministerien, wo die Leute überhaupt nicht auftauchen. Ja, ich sage jetzt mal, wir hatten schon lange wieder was von einer Frau Kaniber gehört, schon lange nichts mehr gehört. Oder Frau Gerlach. Frau Gerlach. Kennt kein Schwein. Hast du das gesagt? Ich hätte gesagt, das kennt niemand, ja. Aber nein, das muss ich deutlich sagen. Wir müssen schon bei den Fakten bleiben. Wer kennt eine Frau Trautmann etc.? Oder hat sie gekannt? Also von dem her, da waren viele sehr Unscheinbare dabei, die vielleicht auch ihre Arbeit gemacht haben, aber die halt nicht dieses Auftreten haben als Herrn Holecek. Das ist das, was dem Söder imponiert. Ja? Also laute, schrille Worte immer zu fassen, immer sehr imposant aufzutreten, so wie es er selber gern macht. Und die Leiterapeuten, alle anderen haben das ein bisschen zurückgenommen. Und das ist das eine Auffällige, und das andere Auffällige ist, glaube ich, schon auch, plötzlich geht es nicht mehr um Proporz, ja? Es geht um Machttaktik. Ja? Plötzlich hat München 2 Minister, ja? Ruhe und Eisenreich, jetzt eine Sache, die eigentlich vom Proporz her, von diesem Regionalproporz, was die CSU immer hatte, nie gegangen ist. Ja? Es geht jetzt auf einmal, dass man eine Frau weniger im Kabinett hat. Ja? Das kommt dann noch dazu, also 2 Frauen raus, eine nur rein, macht -1. Ja? Das wollte die CSU immer so offen für Frauen werden und überhaupt und sich so modern geben. Es hat da auch, muss man ganz ehrlich sagen, oft Kompetenz überhaupt nichts mehr gezählt. Ja. Plötzlich ist es auch wieder möglich, dass sieht man schon, das sind irgendwelche Strukturen im Hintergrund, wo er sich absichert. Ja gut, dann war ein heißes Thema neben dem üblichen Geplänkel das Ukraine-Thema. Das war klar, dass das von der anderen Seite gespielt wird. Wir haben darauf gewartet, wir waren vorbereitet. Ich habe eine Zwischenintervention gestellt hinsichtlich dessen, dass ich gefragt habe auf der Grundlage eines Interviews, das gestern gelaufen ist im B24 von dem Professor Christian Hanke, der zum Unwillen genau dieser linken Weltverbesserer, die wo immer meinen, unser Demokratiesystem, das muss überall anders da funktionieren und erkennen nicht die geopolitischen Grundvoraussetzungen, die hier weltpolitisch eine große Rolle spielen. Und die Kernaussage von diesem Politikprofessor in B24 war klipp und klar, dass die geostrategischen Ziele mit Handelsboykott und Handelssanktionen niemals erreicht werden können.
und dass Russland vorbereitet ist und dass wir Deutschland viel zu schwach sind, um hier machtpolitisch ein Wort mitzureden. Also er hat sogar den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gewarnt davor, den Osten anzugreifen. Das war der Vorwand genau, den der Putin braucht, um die ganze Ukraine sozusagen zu besetzen. Niemand aus dem Westen wird es ihm verhindern können oder entgegenstellen. Das ist pragmatische Außenpolitik und uns als Deutschland würde es gut anstehen, dass wir hier nicht auch in den Chor der, jetzt sage ich einmal, Moraltheoretiker hier einstimmen, sondern dass wir pragmatische Außenpolitik machen. Auch Nord Stream 2, aber da kannst du noch was dazu sagen, ist hier keine Verhandlungsmasse, die wohl entscheidende Bedeutung hat. Nord Stream 2 interessiert erstmal Russland überhaupt nicht. Erstens gibt es genügend andere Pipelines Richtung Europa. Das ist eher für unser Problem, dass die anderen Pipelines im Endeffekt jetzt durch Krisengebiete wie Weißrussland oder Ukraine gehen. Ja. Und wenn man einfach mal nicht nur die Landkarte nimmt, sondern einfach mal einen Globus, dann weiß man, dass Russland aber auch an China grenzt und an andere Staaten. Nach Indien ist es nicht weit, durch die turkmenischen Staaten da hindurch. Das heißt, auch Indien hat eine gute Beziehung zu Russland. Das heißt, die Frage ist überhaupt, ob Russland auf die Lieferungen nach Westeuropa überhaupt so angewiesen ist. Das bezweifle ich mittlerweile. Und wenn man sich dann anschaut, wir haben einen Antrag gehabt zum Thema Fracking, da ist natürlich das auch irgendwie mitdiskutiert worden. Jetzt will man bei uns auf Fracking-Gas setzen, das heißt, man versucht mit Schiffen, ohne dass wir einen entsprechenden Hafen dafür auch haben, aus den USA diese Gasimporte aus Russland zu ersetzen mittels Schifftransport. Da haben wir einfach einen ganz guten Dringlichkeitsantrag dagegen gesetzt, den der Christian Klingen präsentiert hat. Ich habe gesagt, man muss jetzt den Gasanteil reduzieren, vielleicht wieder mehr Kohle dazu nehmen, vielleicht die Atomkraft nochmal reaktivieren, bevor man ein Gaskraftwerk anschaltet, dass man dann sagt, okay, vielleicht das ein oder andere Atomkraftwerk vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen, dass man sagt, okay, aufgrund der aktuellen Situation, die ja auch nicht absehbar war, das ein oder andere Kohlekraftwerk wieder reaktivieren. Und dann hätten wir weniger Gasverbrauch, könnten vielleicht aber auch dann uns andere Kanäle suchen, um eben nicht nur von Russland abhängig zu sein. Das muss man auch ganz klar sagen, weil es geht ja immer um die Autarkie, um die Souveränität Deutschlands. Da war zum Beispiel auch nett in dem Zusammenhang ein Dringlichkeitsantrag der CSU, gerichtet an die ideologisch geprägte Bundesregierung, sprich Ampelregierung, grün geprägt, ideologisch geprägt, wo der Präsident des Bundesumweltamtes klipp und klar verlauten hat lassen, dass er Holzheizung als umweltschädlich ansieht. Und daraufhin hat als erster Grüne darauf geantwortet, das wäre so nicht gefallen. Und er spricht nicht für die Bundesregierung. Ja, wenn nicht ein Spitzenbeamter hier sich äußert, diese Meinung kann entweder nur von der Bundesregierung zurechtgewiesen werden bis zur Absetzung, weil er sagt, das ist nicht die Bundesregierung, also in dem Fall Habeck als zuständiger Minister oder die Umweltministerin, das ist nicht unsere Meinung dazu. Also sprich, er müsste das zurücknehmen, haben sie aber nicht da, also gilt das. Und das würde bedeuten, dass genau in Bayern, aber auch in ganz Deutschland, wo zig Pelletsheizungen, Hackschnitzelheizungen, Scheitholzheizungen, Holzöfen eine Renaissance haben, gefördert werden und diese Förderung, das ist dasselbe wie mit der KfW-Förderung, die auf einmal für die Wärmedämmung eingestellt wird, das ist der nächste Rohrkrepierer dieser idealistisch geprägten Ampelregierung, die im Endeffekt grün dominiert ist, also grün ist der Hund und die anderen sind Schwanzel hinter sich. So, doppelschwänziger grüner Hund ist das auf gut Bayerisch. Franz, es wird dunkel hinter uns. NASA ist gerade das Licht ausgegangen. Ich denke, wir gehen jetzt mal den Heimweg an. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus. Servus für dich.